Yo, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge Minecraft Sky. Heute wollen wir uns endlich mal mit Autocrafting beschäftigen. Hier hat sich noch nicht so viel getan, hier ist zwar ein Tesseract dazu bekommen, aber sonst nicht wirklich viel. Das heißt, es sieht immer noch genauso aus wie davor. An sich ist es gar nicht so schlecht, aber vielleicht sollte man den Cobble irgendwie durch Tyrian oder so austauschen. Ich denke, dann wird es auf jeden Fall noch ein bisschen besser aussehen. Aber ansonsten wollen wir heute Autocrafting mit Logistikparks machen. Das war eigentlich der einzige Grund, warum wir das System haben wollten. Und ich weiß gar nicht, was wir unbedingt autocraften wollen. Ich habe gelesen, dass sehr viele von euch das Solarpanel haben wollten. Und ich wollte einfach mal eine richtig geile YouTuber-Sache machen. Wenn ihr wollt, dass wir das dickste Solarpanel, also das Ultimate Solarpanel, autocraften können, dann lasst einfach mal einen Daumen nach oben da. Das ganze Ding ist nämlich unglaublich aufwendig. Das heißt, man braucht hier für ein LED-Solarpanel dieses Zeug, für ein Hardened braucht man dann 8 davon, für ein Redstone braucht man wieder 8 davon, Resonant 1 davon, Advanced 8 davon und dann für das Ultimate natürlich auch wieder 8 davon. Und das Ultimate, ihr seht, 32.000 Pfund dick erzeugt dieses Ding, was natürlich super krass ist, und es gibt sogar einen Solarhelm dafür, aber ich glaube, den brauchen wir nicht unbedingt. Deswegen, das wäre eine Sache, die wir autocraften könnten, und ja, wenn ihr das wollt, dann auf jeden Fall, ihr wisst es, Daumen nach oben. Wir bräuchten dafür Steel, wir brauchen Lapis, okay, Shiny könnte vielleicht ein Problem werden, Eisen, der Rest eigentlich nicht so. Also ich glaube, das größte Problem könnte wahrscheinlich Shiny sein. Ah nein, Shiny haben wir mittlerweile auch. Ah, klar, wir haben doch Shiny-Pflanzen. Okay, dann wird das auch kein Problem. Dann gucken wir uns das nochmal an. Okay, ansonsten, das Crafting-System davon bauen wir natürlich hier unten auf. Wir haben dafür hier noch ein bisschen Platz und ich würde sagen, wir benutzen den auch dafür. Zuallererst mal braucht das Autocrafting eine Art Zwischenspeicher. Und den wird der Zwischenspeicher, das hat sich irgendwie komisch angehört, und den werden wir hier bekommen. Ihr kennt es vielleicht von Applied Logistics, dass man den Crafting-Core ja hat, wo wir auch einen Novus gebaut haben, diesen Riesen-Core. Und da gibt es dann eben die 64k Crafting-Storage-Einheiten. Und in diesen 64k Crafting-Storage-Einheiten können dann eben 64.000 Items gespeichert werden, beziehungsweise 64.000 Bits oder Bytes. Und dementsprechend können wir dann so viele Items speichern, wie das Ding eben fassen kann. Und wir machen das Ganze jetzt praktisch anders, und zwar mit Kisten. Ist an sich genau dasselbe, nur dass hier eben kein Block ist, sondern eine Kiste. Und diese Kiste kann dann so viele Items speichern, beziehungsweise Bytes, kann man ja eigentlich auch umrechnen. Aber das heißt, wenn wir praktisch Sachen craften, dann werden die in diese Kisten reingebracht, als Zwischenspeicher benutzen, dann werden sie vercraftet. Und deswegen machen wir uns einfach mal hier so ein Ding, das sieht an sich ganz gut aus. Da brauchen wir jetzt noch Chassis-Pipes dran, denn die müssen praktisch auch in unser System angeschlossen werden. Dann brauchen wir Provider-Cards und für dieses Ding brauchen wir jetzt auch Item-Sync-Module. Da haben wir auch noch zum Glück ein paar und die werden wir praktisch jetzt als Default-Route festlegen. Ich hoffe mal, nee, sollte eigentlich nicht passieren, das heißt, so gesehen ist das auch egal, denn wir sortieren ja keine Items ansonsten darüber ein. Ich schnapp mir mal Cobblestone, weil ich keine Schaufel habe und ich kann mit meiner Spitzhacke Stein und so weiter super schnell abbauen. Deswegen machen wir das lieber so. Okay, komme ich da hinten dran? Ja, ganz knapp. Okay, warte, dann packen wir die jetzt alle mal hier hin. Wir können gleich noch die Module natürlich mit reinpacken. Meine Brille habe ich gerade leider nicht da, aber die sollte ich vielleicht mal aufziehen. Das wäre ganz gut. Dann sehen wir von hier eh nicht, aber ist egal. Machen wir die Module hier rein. Dann stemmen wir die Dinge jetzt überall hier, hups, mit dem auf Default Road. Yes. Oder Default Route. So. Und back to the Route. So. So, Default Route. Yes. Gut, dann geht es mit diesen drei Dingern hier weiter. Jetzt sehen wir sogar, was da für Karten drin sind, denn die sind jetzt endlich mal nah genug. So, dann geht es hier auch wieder. Default Route. Das ist irgendwie immer doof, ne? Dass das hier komplett nach hinten mitgeht. Ja, nicht nach hinten. Das ist immer wieder. Wie soll man das sagen? Dass er nicht komplett aus dem Menü rausgeht, so rum. Aber gut, andererseits, wenn ich nicht komplett aus dem Menü rausfahren würde, dann wäre es natürlich doof. Wenn man dann immer wieder neu reinklicken müsste. Aber so muss ich immer wieder neu rausklicken. Okay, jetzt haben wir hier 12 Kisten drin. Ich weiß gar nicht, wie viel Speicherplatz, ihr könnt es gerne mal ausrechnen, wie viele Items wir hier drin zwischenspeichern könnten, beziehungsweise wie viele Stacks an Items. Das wäre vielleicht interessanter. Oder machen wir wirklich Items? Das ist dann eine größere Zahl. Das klingt immer cooler. Dann haben wir hier nämlich einen dicken Zwischenspeicher. Okay, das Ding müssen wir jetzt natürlich noch anschließen. Das heißt, wir holen uns mal ganz kurz Basic Pipes. Das braucht natürlich auch noch Strom, hatten wir ja schon mal gesagt. Das heißt, wir machen das mal hier drüben. Einfach so entlang, dann sind die Pipes hier online und dann können hier drin auch Items gelagert werden, wenn wir das dann schließlich haben wollen. Jetzt brauchen wir als nächstes einen Crafting Table, das Ding haben wir auch schon. Oder wir gehen einfach mal auf Add Logistics
Und dann haben wir hier unseren, nee, das ist die Sorting Station. Hier haben wir irgendwo, genau, den Logistic Crafting Table. Logistik haben wir ja schon. So, Logistic Crafting Table, there we go. Eine Crafting Pipe haben wir auch schon. Ist das eine Kühe? Ja, eine Request Pipe, Leute. Ich will eigentlich eine Crafting Pipe haben. Die haben wir hier. Haben wir die nicht schon mal gehabt? Besteht die aus einer, kann das sein, dass die aus einer, nee, einfach nur Crafting Logistic Pipes? Aber hatten wir das Ding nicht auf jeden Fall schon mal gebaut? No, no, okay. Scheinbar nicht so ganz. Aber wir hatten das Ding auf jeden Fall mal. Haben wir das nicht nur irgendwo drin? Nein, das kann doch fast nicht sein, dass die Teile weg sind. Oh, no. Habe ich das verloren oder so? Das war natürlich gar nicht gut, ne, wenn wir das irgendwo verloren hätten. Aber sieht irgendwie fast so aus. Scheiße. Oh Mann, das war so teuer. Okay, dann bauen wir uns das Crafting Modul einfach nochmal. Okay, ich glaube, soweit haben wir jetzt wieder alles fertig. Wir sollten uns jetzt die warum will er die nicht bauen? Vielleicht hat er da keinen Bock drauf, ich weiß nicht. Vielleicht haben wir auch einfach keine Blank, kein Blank Modul mehr. Das kann natürlich auch sein. Nee, verdammt, jetzt ist das Zeug wieder weg. Was fehlt uns denn hierfür? Höchstwahrscheinlich Paper. Denke ich jetzt einfach mal. Können wir uns? Yay, können wir. Perfekt. So, dann brauchen wir jetzt weiterhin die Crafting Logistic Pipes. Logistic Pipe, ich weiß übrigens jetzt, wo die hin ist, denn wir haben uns ja den Request Table gemacht. Und für diesen Request Table haben wir eine Crafting Logistic Pipe gebraucht. Und die haben wir dann höchstwahrscheinlich dort so ein bisschen verballert. Würde auf jeden Fall Sinn machen. So, okay. Ansonsten haben wir jetzt hiermit, Achtung, unsere Crafting Logistic Pipes. Sehr cool. Wir könnten die jetzt gleich noch zu einer MK2 machen. Ich weiß gar nicht, ob das so viel bringt, aber wir machen es einfach mal. Deswegen ist das soweit schon mal ganz gut. Okay. Starboard Trading brauchen wir hier. Unseren Logistics Crafting Table haben wir hier. Das ist pretty nice. Dann düsen wir hier rüber. Und jetzt müssen wir natürlich gucken, wo wir das Ganze schön anschließen können. Die Sache ist jetzt folgende. Wir werden in diesem Table Sachen craften und höchstwahrscheinlich wird das auch wieder in das System davon geleitet werden. Das heißt, früher oder später werden unsere Zwischenspeicherkisten vollgemüllt. Kann zumindest sein. Das gucken wir uns gleich mal an. Ansonsten, wir schließen den jetzt einfach mal hier an. Ja, machen hier die Crafting Pipe dazu. In diese Crafting Pipe können wir dann zum Beispiel mit einer Wrench reinklicken. Dann können wir die Inputs sehen und wir sehen ein Satellite. Keine Ahnung, was das kann. Jedenfalls können wir hier den Output einstellen. Das habe ich ja schon mal erklärt. Und hier drüben könnten wir jetzt das Rezept dafür einstellen. Wir nehmen als Beispiel jetzt einfach mal, mit was ist denn so eine Sache, die man relativ oft braucht? Kisten? Ne, Kisten nicht unbedingt. Wir gehen mal ganz kurz hoch und Gears. Gears ist eine Sache, die man sehr oft braucht. Zum Beispiel Goldgears oder sowas. Aber wir könnten natürlich, wenn wir die Solarpanel anfangen wollen, gleich mit Solarpanel anfangen. Und das wäre sowas hier. Lapis, Pulverized Shiny, White Stained Glass, White Stained Glass. Und hier unten sind das zwei verschiedene Arten Nuggets. Iron und Aluminum Nugget. Okay. Die müssen wir auf jeden Fall im System vorbereiten. Natürlich, wenn wir das Panel machen wollen, dann müssen wir jeden einzelnen Schritt dafür machen. Aber jetzt würde ich sagen, wir machen das Ding einfach mal. Klicken das hier rein. Aber wir werden das jetzt noch ändern, und zwar, dass wir hier Aluminum Nuggets benutzen. Warte mal, das hätten wir auch hier drin gleich ändern können, wie es aussah. Genau, wir können das hier mit zu Aluminum Nuggets machen. Gibt es nur von Tinker's Construct? Yes. Und Iron Nuggets gibt es von Thermal Foundation, von Immersive Engineering und von Tinker's Construct. Wir nehmen Thaumcraft. Ich glaube, Thaumcraft ist das, was wir bekommen. Deswegen bin ich mir nicht so ganz sicher. Wir können es ja wahrscheinlich immer noch. Was passiert jetzt, wenn... Die Leute haben mir immer gesagt, ich soll auf Most Likely klicken. Und was passiert dann? Gute Frage. Okay, egal. Ansonsten... Benutzer bei Most Likely ist ein Zwischenspeicher hier drin. Ich bin mir nicht ganz sicher. Pass auf, hier wollen wir ganz kurz was gucken. Und zwar wollen wir Aluminum. Und wir wollen Iron. Denn wir wollen natürlich den... Ups, das ist Conductive Iron. Wir wollen natürlich die richtigen Nuggets davon haben. Wir bekommen Tinker's Construct hier mit und Tinker's Construct hier mit. Dann klicken wir jetzt mal ganz kurz hier rein und können wir das Rezept denn überhaupt verändern? Solar. So und so und so. Und jetzt verändern wir dich zu Tinker's Construct. War das richtige, glaube ich? Tinker's Construct und Tinker's Construct. Jetzt klicken wir auf Done und nicht auf Most Likely. Mal gucken, wie sich das jetzt hierauf auswirkt. Ansonsten können wir die ganzen... Oh Mann. Ich bin aus 1-Zügen gewünscht, dass man hier... da sind keine Speed-Upgrades drin. Dass man hier gleich einfach drüber fahren kann und dann macht er da die ganzen Sachen automatisch rein. Aber das funktioniert hier leider noch nicht. So, dann werfen wir die mal hier rein. Da ist das ganze System nämlich ein bisschen schneller. Zack, zack, zack. Haben wir Glas. Haben wir Glasscheiben? No. Dann machen wir uns davon mal weiche.
Wie gesagt, für den Anfang mache ich das jetzt gerade nur, damit praktisch das System, das Steel Frame Glass, damit das System die Sachen hat, die es braucht und damit er das mal craften kann. Aber später soll er natürlich alles selber machen. Das heißt, er soll Shiny selber. Oh, jetzt kann man auch so super schnell Maschinen benutzen. Er soll Shiny selber pulverisieren, mein Gott. Und die ganzen anderen. Außerdem, hier rein sollte man mal Ordnung legen, ne? Das habe ich total vergessen. Argument. Wir haben ja. Okay, wir haben bis Stufe 2. Ich denke mal, wir werden in den Maschinen überall die ganzen Augments mit reinlegen, damit die natürlich voll abgehen. Bei manchen macht es leider keinen Sinn, denn manche Maschinen arbeiten dann nicht mehr, wenn sie drei Augments haben. Ist zum Beispiel bei dem Inductance Meter der Fall, wenn man sich Erze bauen will. Und wenn man jetzt sowas hat wie zum Beispiel ein Diamond Ore, dann braucht das eine gewisse Anzahl von RF, zum Beispiel 120.000. Und das funktioniert dann später nicht mehr, weil man dann die Augments reinlegt und dadurch verbraucht er mehr RF und dadurch hat er dann praktisch zu wenig, dass er benutzen kann. Okay, soweit ist da, glaube ich, alles gut. Gut, dann können wir jetzt eigentlich hier hingehen und uns, warte, haben wir denn, wir haben die Vorstufe davon bestellt, na, das heißt dieses hier, also eine Photovoltaikzelle. Wir können jetzt auch hier unten umspringen auf, warte, wo war das denn? Both Content Refresh. Irgendwo konnte man das auf nur Craftable umstellen? Craft. Aber das hier nicht drin, ne? Warum? Oh. Ich sollte natürlich auch in der Crafting-Pipe unten auf Done stellen. Genau, das heißt hier rein. Und jetzt können wir hier auf Import klicken. Und dann kriegen wir hier die Photovoltaikzelle. Okay. Und jetzt können wir praktisch oben die Photovoltaikzelle bestellen. Davon bräuchten wir dann theoretisch 3 Stück. Das heißt, wir klicken hier auf Craft. Klicken dann hier auf 3 Stück. 1, 2, 3. Request. You're missing 6 Iron Nuggets. Warum braucht er denn Iron Nuggets? Oder warum hat er keine? Warte mal. Iron Nugget. Wir haben hier welche von. Waren die nicht von Tinkers? Nein, die waren von. Haben die sich umgedingst? Bam, bam, bam. Okay, wir brauchen Thumbcraft und hier Tinkers Construct. Dann. Okay, dann drücken wir hier nochmal neu auf Import. Jetzt hatte ich hier Thumbcraft mit drin. Sehr gut. Und dann können wir oben hingehen und das ganze Ding praktisch bestellen. Jetzt soll es hoffentlich auch wirklich funktionieren. So, 3 Stück davon. Request. Request successful, 3 Photovoltaikzellen. Okay, Photovoltaikzellen, nicht Photovoltaiker. Können wir hier runter gucken, ob gerade was passiert? Fährt gerade hier raus und fährt wieder zurück und ist irgendwo nach oben gefahren. Genau, nämlich zu unserem Request Table. Stimmt, das kommt ja dann da raus, ne? Nicht irgendwo im Crafting Table. Jetzt haben wir hier 3 Stück davon. Jetzt könnten wir natürlich weitermachen und beispielsweise den nächsten Crafting Table dafür machen. Das heißt, Logistik, da sind wir, okay. Logistics Crafting Table, da könnten wir jetzt einen zweiten von bauen. Dann könnten wir uns natürlich, sobald wir genug Sachen, wenn wir genug Sachen davon haben, könnten wir uns unsere zweite Crafting Pipe machen. Wir können mal ganz kurz gucken, ich habe ja sehr viele von den Teilen gemacht. Und das wären wir auch mal ganz kurz. So, nicht hier drin, das war das Falsche. Hier drin. Lol, warum hat er denn nicht weitergemacht? Was fehlt ihm denn dafür? Oh, die komischen Structure-Kanäle. Die bekommt er nochmal ganz kurz. Wie hießen denn? Structure Cable Connector. Das sind die Teile, die wir brauchen. Davon braucht er super viel. Ich glaube 8 Stück oder so pro Teil. So, jetzt machen wir wieder welche. Geht voll ab hier, Alter. Das ist so krass, die Laser. Habe ich gerade Alter gesagt? Ich habe gerade Alter gesagt. Okay, gut. Jetzt brauchen wir schon wieder ein Maschinenchassis. Ich hoffe, wir haben noch alles. Yay, haben wir. Dann brauchen wir einen Crafter. Hier. Haben wir nicht mal alles. Wahrscheinlich haben wir kein Zombie-Ding. Zombie, Solarium, Silikon und Redstone. Und dann haben wir hier unser Crafting-Modul. Und damit haben wir dann ratzfatz die Crafting-Logistik-Pipe. Damit gehen wir jetzt wieder runter, packen die hier drüben dran und jetzt können wir hier drin praktisch das Rezept für das zweite Solarpanel einstellen. Das heißt, beziehungsweise nicht für das zweite, sondern für das komplette. Hier drin fehlt jetzt noch der letzte Solarcore. Okay, das ist auch eine Sache, die werden wir für jetzt einfach mal überspringen. Einfach nur, damit wir das richtig machen können. Jetzt gucken wir direkt mal nach, was wir denn von Steel für Nuggets rausbekommen. Wir haben gar nicht mehr so viel. Lol, nur noch 16 Steel. Was ist denn da los? So, Immersive Engineering. Okay, dann können wir jetzt wieder hingehen und Solarpanel suchen. Zack, und dann, hups, warte mal, das war das Falsche. So, Immersive Engineering passt, drücken wir hier drüben auf Done und importieren das Rezept dann wieder in diesen Pipe, damit wir das gleich craften können. Jetzt brauchen wir noch den Lesson Flux Core. Wir gehen wieder nach oben. So, okay, werfen die Sachen hier drüben rein
Und wir brauchen jetzt noch, wie gesagt, dieses Ding hier einmal. Oder 64 Mal. Immer noch besser. Und jetzt können wir wieder hier hingehen und könnten uns praktisch eine solche Photovoltaikzelle. Warte mal, wir müssen noch die Solardinge reinpacken. Obwohl, rein theoretisch hätten wir das gar nicht gemusst. Und ich will jetzt einmal mal ausprobieren, ob er weiß, dass das Ganze. Ah, nein, warte, das ist Photovoltaik. Ich hoffe mal nur, das passt so alles. Die müssen ja gleich hier drin aufploppen, theoretisch. Sobald er einen Storage-Platz dafür gefunden hat. Und sobald er das hat, ploppen die hier drin auf. Na los, da sind sie. Denn ich würde gerne das Ding bestellen, sodass er sich die ersten auch craften muss. Jetzt klicken wir auf Request. Und wir haben es requested. Okay, düsen wir hier runter, ganz schnell. Na los, perfekt. Jetzt kommen die Sachen hier drüben an. To do hat er hier 3, jetzt hat er 1 fertig. Das Ding ist auch schon, ist schon komplett fertig. Hat er schon alles gecraftet? Alter, wenn ja, dann ging das super schnell. Aber ich glaube schon, ja. Dann gucken wir drüben rein. Und da hat hier unser letzter Solarpanel. Okay, das heißt, er hat jetzt praktisch die beiden Crafted-Rezepte beide selbstständig gemacht. Er wusste, okay, für dieses Ding brauche ich die Teile und die Teile kann ich craften. Deswegen muss ich die bauen, damit ich das bauen kann. Und so basiert das Ganze eben, also so funktioniert das Ganze später auch. Das heißt, wenn wir einmal wissen, wie wir das Ding bauen können, hier haben wir dann insgesamt, theoretisch haben wir hier, gut, wir haben ein Rezept für die Steel Nuggets, wir haben ein Rezept für die Photovoltaik, sind 2. Hier haben wir eins für die Glasspanes, sind 3. Eins für Shiny sind 4. Eins für Iron sind 5. Eins für Aluminium sind 6. Dann geht es da noch weiter mit diesem Photovoltaik. Das ist letzten 7. Und für das Photovoltaik-Ding innen sind 8. Das heißt, wir haben hier 8 Rezepte und 9 nochmal für das letzte. Das heißt, 9 Rezepte, um dieses letzte Solarpanel zu bauen. Und damit geht es dann weiter. Also wir brauchen dafür schon 9 von diesen Crafting Logistic Pipes. Das Zeug wird so teuer, dass wir das bauen können. Weil ihr müsst überlegen, wie für jedes... Obwohl, warte mal, theoretisch... könnte man an eine hiervon... Warte mal, das ist Satellite, Satellite, Import, Import. Könnte man theoretisch an eine Crafting Logistic Pipe 2 Crafting Table anschließen? Weiß ich gar nicht, müsste ich mal ausprobieren. Aber ja, das heißt, hier würde es dann praktisch weitergehen. Das ist natürlich viel einfacher. Hierfür brauchen wir dann nur noch 2 Rezepte, denn es basiert ja praktisch auf dem ersten. Und dafür brauchen wir dann praktisch nur noch das Rezept hierfür. Das heißt, dass er das Hardener baut und für diesen Hardener Solarcore. Und das war's. Und für dafür die Nuggets, also 3 insgesamt. Gut, aber das war's heute von der Minecraft Sky-Folge. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst super gerne eine Bewertung da. Wenn ihr irgendwelche Sachen habt, die ihr in die Kommentare schreiben wollt, dann schreibt super gerne in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, habt noch einen wunderschönen Tag und bis dann. Tschüss.